treibt ein bisschen gemischt mit noch jüngeren Fahrern, die ja noch aktiv sind in diesem Bahnsport, aber mit Oldtimer-Maschinen hier mit dabei gewesen. Er gehört heute nach wie vor zur Spannsport-Szenerie. Was soll uns nehmen? Er war ja einer von denen, der hat ja fast nicht mehr aufwärts können. Mein lieber Manfred, man hätte jetzt den Puls eigentlich messen sollen von dir. Wie hoch war er? Deine Art, die du also hier gezeigt hast, zeigt, dass du nach wie vor eigentlich mithalten könntest. Ja, das stimmt also sicher nicht ganz. Der Puls war hoch, aber mithalten heute, das wird unmöglich sein. Nur muss ich also erklären, der Fred Aberl hat im Moment einen 350er Jab gefahren. Barry Brix und Manfred Poschenrieder, die beiden Kontrahenten der späten Sechs heute noch nicht verlernt hatten. Außer Mark Hofmeister und vielen anderen waren die beiden. Barry Brix und Manfred Poschenrieder hatten sich viel zu erzählen. Im Eisstadion gleich nebenan konnten die Interessierten eine hier die Maschinen und Motoren von Rudi Münzlohr aus Burghausen. Hier gibt es noch ein kleines Interview mit Rudi Münzlohr, auch die sich manch harten Kampf geliefert haben. Für einen Augenblick lebten die alten Zeiten wieder auf. Die Begeisterung war groß, als die Gespanne mit den dröhnenden Motoren ins Stadion fuhren. Nur die Helden der längst vergangenen Tage sind älter und manche etwas rundlicher geworden. Aber die Begeisterung für diesen herrlichen Sport ist geblieben.
Hier zwei alte Haudegen. Peppi Waller aus Österreich und Fred Aberl. Ersten WM-Titel 1980. Er kaufte zuerst die Rennabteilung von Kreidler und später auch die von Zünder. Seine Fahrer errangen insgesamt 12 Weltmeistertitel, darunter war auch Karl Mayer. In Mering gab es dann immer große Siegesfeiern. Alles, was Rang und Namen hatte, war damals vertreten. Auch Franz Stadler zeigte, was er noch so kann. Am liebsten war der Gig, wie seine Freunde Mike Krauser nannten, bei seinen alten Bahnfreunden wie Manfred Poschenrieder, Sepp Seidel, Franz Xaver Landinger, Josef Sinzinger und vielen anderen. Das waren halt noch Zeiten. Ein Blick ins Fahrerlager. Fahrten werden durchgeführt. Die Freiwillige Feuerwehr von Mauern sorgte für die nötige Sicherheit. Schnell ein Probelauf, ob der Motor richtig eingestellt ist. Und noch schnell ein Reifenwechsel. Das Wetter war an diesem Tag herrlich. Helmut Stich aus Wollensach mit Tochter. Am heißen Draht. Die Rennleitung begrüßt die aktiven. Zuschauer, ein spannendes Rennen.
Die Siegerkränze wurden überreicht von Herrn Bürgermeister Johann Neumeier aus Mauern, Herrn Bürgermeister Georg Seebacher aus Nandlstadt und Herrn Bürgermeister Anton Dost aus Wollenzach. Die drei Bürgermeister vor der Tribüne. Eine Ehrenrunde wird. Die Zuschauer kommen voll auf ihre Kosten. Zentimeter. Die Siegerehrung wird durchgeführt vom ersten Vorsitzenden des MSC Nandlstadt, Herrn Michael Tafelmeier, und vom ersten Vorsitzenden des MSC Wollenzach und heutigen Rennleiter, Herrn Johann Werner. Der Scherer von der Firma Scherer Texaco aus Landshut. Gesamtsieger, die Startnummer 8, Egon Müller, Bundesrepublik. Die anderen Fahrer, die in den verschiedenen Läufen gesiegt haben, nehmen ihre Preise entgegen. Es war ein gelungener Renntag in Mauern. Das Wetter war herrlich und die Stürze waren verhältnismäßig. Die zu den bereits gefahrenen Punkten hinzugezählt werden. Und Gesamtsieger der internationalen Rennen ist dann derjenige Fahrer, der die höchste Punktzahl aus diesen sämtlichen Rennen für sich verbuchen kann. Es gibt aber dann weiter noch einen Sonderpreis, einen Ehrenpreis, gestiftet von Frau Anna Müller, der Mutter unseres Frau Nummer 11, eine Gusswald, Bundesrepublik Deutschland, 2 Punkte. Fünfter Platz nach einer gerissenen Kette, die Start Nummer 7, Waldemar Batschik, Bundesrepublik Deutschland. Hier das Ergebnis vom Rennen 19, den Endlauf des heutigen Tages. Erster Platz für die Startnummer 12, Egon Müller, Bundesrepublik Deutschland, weitere Republik Deutschland, 3 Punkte. Auf Platz 4, die Startnummer 14, Joe Hooks, Großbritannien, 2 Punkte. Fünfter Platz.
über den Motor gegangen. Motortuner Otto Landenhammer wurde herbeigezogen und schnellstens wurde alles noch einmal überprüft, um nachzusehen, warum die Maschine eigentlich so eine schlechte Leistung hatte. Ja, höchste Eile ist bereits geboten im Fahrerlager, denn das nächste Rennen wartet ja wieder auf unsere beiden Cracks, Karl Mayer und Gerd Rüss. Als Betreuer unserer Fahrer war auch Martin Rüss dabei. Georg Hack selbst, natürlich ein langjähriger, erfahrener Fahrer, gibt auch hier noch seine Anweisungen. Der achte Lauf verlief ganz im Sinne der Zuschauer. Rüss und Mayer übernahmen gleich die Führung. Matuschek und Kasper, beide aus der Tschechoslowakei. Das war nun der erste große Erfolg für die beiden Fahrer aus der Bundesrepublik Deutschland. Dafür erhielten sie 9 Punkte. Für eine besondere Abwechslung sorgte der Fahrer mit Start Nummer 13, der Niederländer Elzinger. Er legte sich schon nach dem Ende des... Wenn man heute Karl Mayer, Marcel Gerhardt oder Gerd Rüss bei großen Rennen sieht, dann ist auch Joachim Kugelmann ebenso wie Marvin Cox mit dabei. Wie hier beim berühmten Vatertagsrennen in Herxheim. Leider reichte dieses Ergebnis nicht für das WM-Finale in Marienbad. Denn die Nationenregel besagt, dass nur 2 Fahrer eines Landes pro Vorlauf weiterkommen dürfen. Bernd Diener hatte 19 Punkte, Gerd Rüss hatte 16 Zähler und Joachim Kugelmann hatte 14 Punkte gesammelt. Daher hatte er das Pech, dass er ausscheiden musste. Aber es war trotzdem eine Riesenleistung des Allgäuers, wenn man bedenkt, dass so gute Fahrer wie Henrik Gustafsson, Toni Briggs und Marcel Gerhardt hinter ihm waren.
Aber der Joachim ist eisern. Er lässt sich nicht unterkriegen. In Hof im Westerwald gewann er alles, was zu gewinnen war. Angefangen vom Bahnrekord, den Lauf zur Süddeutschen Bahnmeisterschaft und den Tagessieg holte er sich auch noch. Joachim hier mit einem Minibike auf der wohlverdienten Ehrenrunde. Hier die Siegerehrung. Joachim Kugelmann mit seinen Mannschaftskollegen Andreas Schapfe, Marian Jiroth, Markus Schweiger, Christian Strobel und Niki Schweiger. Gratulation auch von der Landshuter Mannschaft. Das waren nur einige Auszüge von der erfolgreichen Bahnsportkarriere des Joachim Kugelmanns. Und wir alle hoffen, dass er in den nächsten Jahren die Erfolgsleiter noch weiter hinaufklettern kann. Hier die Euchinger Mannschaft, schön zusammengestellt für ein Foto vom unermüdlichen Hans Fock. Die Bundesliga-Läufe, auch sie waren spannend. Hier mit roter Helmfarbe Richard Schneider vom MSC Euching, blau Rainer Bäumel vom AC Landshut, der diesen Lauf am Ende noch gewann. Und hier die glückstrahlende, siegreiche Mannschaft des MSC Euching. Großes Glück im Unglück. Er zog sich nur schwere Prellungen zu. Die Rennen gingen weiter, aber die Aussichten auf einen Sieg schwanden schnell. John Postin und Viktor Sukhajew behielten nach diesem Unglück die Nerven und verhalfen dem MSC Euching mit nur einem Punkt Rückstand zu Ludwigslust zum 3. Platz. Gefeiert wurde dann trotzdem, Richard Schneider ließ es krachen. Wie hier Peter Würsch. Hallo Peter. Karl Mayers Helfer Gerhard Ertl bestaunte unterdessen die Maschine von Peter Würsch. Dann Peter Würsch bei der Maschinenabnahme. Denn vor dem Rennen wird alles überprüft, vom Sturzhelm bis hin zur Lautstärke des Motors und der Zündunterbrechungsleine.
Eichinger hatten schon immer etwas für den Speedway-Nachwuchs übrig. Auch 1990, am 30. und 31. Vorgenommen. Schauen wir aber zuerst, wie sich die jungen Nachwuchsfahrer mit der J-Lizenz schlagen. Oliver Schäfer vom